Kapitel 2 der Vorlesung Information Retrieval. Architektur einer Suchmaschine. Anfrageanalyse und Synthese. Die Grundlage für die Verarbeitung eingereichter Anfragen bildet die Anfrageanalyse. Das Ergebnis der Anfrageanalyse ist, ähnlich wie bei der Textanalyse zuvor, eine Repräsentation der Anfrage, die wir als fettgedrucktes Q aufschreiben. Statt dem Anfragestring dient die Anfragerepräsentation als Eingabe für den Retrieval-Schritt. Darüber hinaus ermöglicht die Anfrageanalyse fortgeschrittene Ansätze zur Unterstützung von Nutzerinnen und Nutzern bei der Formulierung von Anfragen. Diese Ansätze bezeichnen wir gesammelt als Anfragesynthese. Synthetisierte Anfragen werden an verschiedenen Stellen der Nutzerschnittstelle gezeigt, zum Beispiel bereits bei der Eingabe der Anfrage selbst. Auch ohne weiteres Zutun von Nutzerinnen und Nutzern werden ihre Anfragen reformuliert, also zum Beispiel angereichert oder verändert, sofern sich das System sicher ist, damit die Anfrage zu verbessern. Zum Zweck der Anfragesynthese zeichnet die Suchmaschine Anfragelogs auf, die sämtliche Anfragen aller Nutzerinnen und Nutzer beinhalten. Darüber hinaus werden die Interaktionen mit der Suchergebnisseite aufgezeichnet und alles gegebenenfalls noch mit Nutzertracking verbunden. Mithilfe dieser Daten kann die Qualität der Suchergebnisse einer Suchmaschine stark verbessert werden. Die Anfrageanalyse verwendet eine Verarbeitungspipeline, die der Textanalyse von zu indizierenden Dokumenten ähnelt. Der Grund dafür ist, dass die Indexterme, die aus den Texten von Dokumenten abgeleitet werden, nicht notwendigerweise mehr der Schreibweise von Wörtern entsprechen, sondern stattdessen nur noch Strings sind, die Teile von Wörtern repräsentieren. Die Indexing-Pipeline kann in diesem Zusammenhang als eine funktionale Abbildung vom Vokabular der Dokumente auf die Terminologie des Index verstanden werden. Die Anfrageanalyse ist eine analoge Abbildung vom Vokabular aller Anfragen auf die Terminologie des Index. Das von Nutzerinnen und Nutzern verwendete Vokabular entspricht nicht notwendigerweise exakt dem Vokabular der Dokumente. Abhängig von der Suchdomäne kann die Überlappung jedoch sehr groß sein. Bei der Websuche wollen die Autorinnen und Autoren von Webdokumenten, dass ihre Dokumente für von ihnen antizipierte Suchbegriffe gefunden werden und verwenden daher absichtlich genau diese Begriffe. Das ist einer der Gründe, warum bei der Websuche die Vokabulare von Nutzerinnen und Nutzern mit denen der Autorinnen und Autoren von Webdokumenten gut übereinstimmen. Im Gegensatz dazu kommt es zum Beispiel bei der Suche in wissenschaftlichen Dokumenten oft zu Missverständnissen, weil das einschlägige Fachvokabular zu einem Thema dem oder der Suchenden eventuell unbekannt ist. Bei der Suche in Patenten versuchen Patentanwälte sogar absichtlich, möglichst Wörter zu verwenden, die zuvor nicht im Zusammenhang mit dem Schutzanspruch des von ihnen eingereichten Patents verwendet wurden. Patentprüfer sollen so in die Irre geführt werden. Sie sollen im Rahmen der Patentprüfung bei Verwendung der Begriffe im Patent für die Suche nach dem Stand der Technik möglichst erfolglos bleiben. Die Patentprüfer hingegen müssen daher mit großer Sachkenntnis alternative Suchbegriffe ausprobieren, die inhaltlich ebenso zum Schutzanspruch eines zu prüfenden Patents passen. In diesem Umfeld ist der Abgleich der Vokabulare von Patenten gleichzeitig schwierig und von großer Bedeutung für eine Patentsuchmaschine. Die einzelnen Schritte der Anfrageanalyse-Pipeline entsprechen in etwa denen der Textanalyse. Tokenisierung der Anfrage, Stoppwortentfernung, Stemming und/oder Lemmatisierung, Erkennung von benannten Entitäten in der Anfrage. Zur Tokenisierung. Obwohl beim größten Teil aller Suchanfragen in den meisten Sprachen die Wörter der Anfrage durch Leerzeichen getrennt werden, gibt es auch hier Randfälle, bei denen die Heuristik Token an Leerzeichen zu trennen fehlschlägt. Außerdem steigt die Anzahl der Anfragen, die ganze Sätze bzw. Fragen sind, stetig an. Letztendlich muss daher dieselbe Tokenisierung durchgeführt werden, die auch bei normalen Texten vorgenommen wird. Die Entfernung von Stoppwörtern ist auch bei Anfragen ein optionaler Schritt. Abhängig davon, welches Retrieval-Modell eingesetzt wird, ist die Entfernung von Stoppwörtern sinnvoll oder auch nicht. Auch hier muss berücksichtigt werden, dass Randfälle wie Anfragen, die ausschließlich aus Stoppwörtern bestehen, dennoch sinnvoll verarbeitet werden müssen. Auch das Stemming und die Lemmatisierung werden analog zur Textanalyse durchgeführt.
Zuletzt sollen auch in der Anfrage benannte Entitäten erkannt werden. Dies ermöglicht insbesondere die Disambiguierung von ansonsten mehrdeutigen Anfragen. Allerdings gibt es auch mehrdeutige Fälle, die nicht allein durch eine Erkennung benannter Entitäten aufgelöst werden können. Ein Beispiel. In der Anfrage New York Times Square Dance sind gleich mehrere benannte Entitäten enthalten und die Anfrage hat mehrere Interpretationen, die alle valide sind. Die Suche nach Tanzveranstaltungen auf dem Times Square in New York. Die Suche nach Square Dance-Artikeln in der New York Times. Oder die Suche nach neuen Square Dance-Artikeln in der York Times. Die Erkennung all dieser unterschiedlichen Interpretationen anhand der benannten Entitäten ermöglicht die parallele Verarbeitung der Anfrage bezüglich aller sinnvollen Interpretationen und die anschließende Fusionierung der Suchergebnisse. Die Anfrageanalyse wird in diesem Zusammenhang auch öfter als Anfrage verstehen, Query Understanding, bezeichnet. Der Begriff der Analyse erscheint uns hier jedoch passender. Suchmaschinen protokollieren Anfragen, Klicks auf Resultate und weitergehende Interaktionen mit Suchergebnisseiten. Darüber hinaus werden die vorangehenden Daten oft mit einzelnen Nutzern verknüpft. Der Zweck dieser Logs ist primär die Synthese von verbesserten Anfragen auf Basis der von Nutzerinnen und Nutzern eingereichten Anfragen. Sekundär kann damit natürlich auch gezielter Werbung geschaltet werden. Die Logs einer vielverwendeten Suchmaschine zählen zu den wertvollsten Daten, die eine Suchmaschine besitzt. Die auf Basis dieser Daten trainierten maschinellen Lernverfahren können von Konkurrenten nicht ohne gleichwertige Logs nachgebaut werden. Umfangreiche Logs dienen der Verbesserung des Rankings von Dokumenten im Allgemeinen. Das Anfragelog gibt mitunter darüber Aufschluss, wonach die Nutzerinnen und Nutzer suchen und was aktuell wie in der Vergangenheit wichtige Themen sind. Durch Abgleich ähnlicher Anfragen, also Anfragen, deren Wörter sich teilweise überlappen, werden auch Fehlerkorrekturen und Empfehlungen von besseren Anfragen möglich. Klicks auf Suchergebnisse können als Signal für ihre Relevanz auf die jeweilige Anfrage ausgewertet werden. Wenn beispielsweise für eine gegebene Anfrage viele Nutzerinnen oder Nutzer eher auf das zweitgerankte als auf das erstgerankte Dokument klicken, dann sollte möglicherweise das zweitgerankte Dokument den ersten Rang erhalten. Diese Information wird im sogenannten Learning-to-Rank-Verfahren eingesetzt, um die höchstgerankten Dokumente aus einem ersten Retrieval neu zu ranken. Die weiteren Interaktionen von Nutzerinnen und Nutzern mit den Suchergebnisseiten von Suchmaschinen erlauben die Differenzierung von Klicks auf Suchergebnisse. Nicht jedes angeklickte Ergebnis ist auch notwendigerweise relevant. Wenn eine Nutzerin beispielsweise sofort nach dem Besuch eines Suchergebnisses auf die Suchergebnisseite zurückkehrt und ein anderes auswählt, dann ist das erste Suchergebnis vermutlich kein relevantes gewesen. Insbesondere die Zeit, die Nutzer auf den Seiten von Suchergebnissen verbringen, die sogenannte Dwell Time, ist ein wichtiges Signal für ihre Relevanz. Die Verknüpfung aller vorgenannten Daten mit individuellen Nutzern ist nicht unbedingt notwendig. Aus aggregierten Nutzerdaten kann das Ranking der Suchmaschine sowie die Anfragesynthese ebenfalls verbessert werden. Sofern jedoch personalisierte Suchergebnisse gewünscht sind, ist das Tracking von Nutzern und Nutzerinnen notwendig. Darüber hinaus dienen Anfragelogs der Durchführung sogenannter A/B-Tests, bei denen Nutzergruppe A eine Variante der Suchmaschine und einer Nutzergruppe B eine andere Variante vorgesetzt wird. Auf diese Weise wird es möglich, geplante Änderungen an der Suchmaschine dahingehend auszuwerten, ob erwünschte Performanzindikatoren verbessert werden. Eine in diesem Zusammenhang gern erzählte Anekdote ist, dass bei Google sogar die Schattierung des Blautons von Titellinks von Suchergebnissen auf diese Weise optimiert wurde,
41 verschiedene Blautöne wurden gegeneinander getestet und gemessen, bei welchem die Zahl der erwünschten Klicks maximal wurde. Die Anfragesynthese bei Suchmaschinen fokussiert vor allem auf das sogenannte Query Rewriting, das heißt die Reformulierung von Anfragen. Anfragereformulierungen können, je nachdem mit welcher Konfidenz sie einhergehen, dem Nutzer auf die eine oder andere Weise vorgeschlagen oder aber auch ohne Rückfrage direkt umgesetzt werden. Folgende Möglichkeiten der Reformulierung gibt es: Das Ersetzen von Wörtern in der Anfrage, das Hinzufügen von Wörtern in der Anfrage, das Entfernen von Wörtern in der Anfrage und die Spezialisierung der Anfrage. Das Ersetzen von Wörtern geschieht vor allem zur Rechtschreibkorrektur bzw. um der Nutzerin Vorschläge für alternative Anfragen zu unterbreiten. Rechtschreibfehler werden auf Basis der Auswertung der indizierten Dokumentkollektion sowie von Anfragelogs erkannt. Dabei wird angenommen, dass es mehr als genug Dokumente und Nutzerinnen gibt, die Wörter korrekt schreiben und so falsch geschriebene Wörter im Kontext richtig geschriebener Wörter als solche erkannt werden können. In der Rechtschreibkorrektur wird daher zunächst ein Sprachmodell trainiert und darauf aufbauend ein Fehlermodell. Das Sprachmodell dient der Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass eine Anfrage genau so gestellt wird, wohingegen das Fehlermodell in Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeit einer Anfrage die Wahrscheinlichkeit dafür errechnet, dass es sich dabei um eine falsche Schreibweise handelt. Anfrageempfehlungen werden auf Basis der Auswertung des Querylogs bezüglich ähnlicher Anfragen gegeben. Bei einem erkannten Rechtschreibfehler werden beispielsweise andere Schreibweisen vorgeschlagen oder je nachdem, wie sicher sich das System daran ist, die korrekte Schreibweise zu kennen, die Anfrage sofort korrigiert. Andernfalls wird unter dem Schlagwort Did you mean bzw. meinten Sie die alternative Anfrage direkt unter der Suchbox eingeblendet. Auch verwandte Suchanfragen werden auf Basis des Anfragelogs ermittelt, zum Beispiel anhand der Anfragen, die Nutzer häufig stellen, nachdem sie eine aktuelle Anfrage gestellt haben. Das Hinzufügen von Termen zur Anfrage dient dazu, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass relevante Dokumente gefunden werden, zu erhöhen. Die Anfrageerweiterung geschieht meistens transparent für Nutzer. Neben Querylogs werden hier auch Termkonkurrenzen in relevanten Dokumenten ausgewertet. Ein besonders wichtiger Ansatz dafür ist die Anfrageerweiterung via Relevanzfeedback. Dazu gleich mehr. Das Entfernen von Wörtern aus Anfragen wird Anfragerelaxierung genannt. Ziel ist, Wörter in Anfragen zu identifizieren, für die von vornherein klar ist, dass sie zu spezifisch sind, als dass eine sinnvolle Zahl relevanter Dokumente gefunden würde. Auch das Entfernen oder die Optionalisierung von Wörtern geschieht oftmals transparent. Setzt man zum Beispiel den Phrasenoperator und konstruiert so eine Phrase, die nicht existiert, relaxieren viele Suchmaschinen die Anfrage und liefern auch Dokumente, in denen die eigentlich gesuchte Phrase nicht exakt so auftaucht. Ein leeres Suchergebnis wird nur sehr selten angezeigt. Zur Spezialisierung von Anfragen gibt es drei Ansätze: die Anfragesegmentierung, die Anfragefokussierung und die Personalisierung. In den ersten beiden Fällen werden Anfrageoperatoren eingesetzt, um die Anfrage spezifischer zu machen. Die Anfragesegmentierung fügt der Anfrage automatisch Anführungszeichen hinzu, um Anfragesegmente als Suchphase zu spezifizieren. Dies ist insbesondere in Verbindung mit der Erkennung von benannten Entitäten in Anfragen interessant. Gerade Anfragen nach bekannten Konzepten oder längeren Namen können auf diese Weise häufig verbessert werden. Die Anfragefokussierung, das Query Scoping, fügt automatisch Feldoperatoren hinzu, um beispielsweise sicherzustellen, dass Anfragewörter nur im Titel oder nur im Haupttext eines Dokuments auftauchen. Dies ist insbesondere für das Retrieval in strukturierten Dokumenten interessant, wie das XML-Retrieval. Zuletzt besteht die Möglichkeit, Anfragen zu personalisieren. Durch gezieltes Gewichten von Wörtern auf Basis persönlicher Vorlieben oder zuvor gestellter Anfragen kann sich das Ranking von Dokumenten zwischen unterschiedlichen Nutzern zu ein und derselben Anfrage drastisch unterscheiden.
Die Anfrageerweiterung spielt eine besondere Rolle im Information Retrieval, da durch das gezielte Hinzufügen von Wörtern zur Anfrage die Retrieval-Qualität deutlich gesteigert werden kann. Einfache Ansätze, in denen die Erweiterung einer Anfrage üblicherweise von Vorteil ist, sind das Hinzufügen von ausgeschriebenen Varianten von Abkürzungen und das Hinzufügen von Synonymen oder auch Hypernymen bzw. Hyponymen. Die hierfür verwendeten Ansätze sind entweder wörterbuchbasiert oder basieren auf maschinellen Lernverfahren. Im Falle von wörterbuchbasierter Anfrageerweiterung wird zum Beispiel in einer Anfrage jede identifizierte Abkürzung durch seine ausgeschriebene Form ergänzt. Ähnlich können die Synonyme oder gegebenenfalls auch Hypernyme, also Oberbegriffe, und Hyponyme, also Unterbegriffe, einer Anfrage hinzugefügt werden. In beiden Fällen gibt es jedoch Probleme mit mehrdeutigen Abkürzungen bzw. Begriffen. Ein Beispiel wäre die Abkürzung ST. Die gleichermaßen für Saint und Street im Englischen stehen kann, je nachdem, in welchem Kontext sie verwendet wird. Bei der Anfrageerweiterung mit Synonymen kommt hinzu, dass ein Begriff verschiedene Synonyme in unterschiedlichen Kontexten haben kann und dass nicht jedes Synonym auch exakt dieselbe Bedeutung hat. Beispiele wären Computer und Laptop, was zwei verschiedene Geräteklassen sind, wobei Computer auch als Oberbegriff verwendet wird. Ein anderes Beispiel wären die Begriffe Web und Internet, die oft im allgemeinen Sprachgebrauch synonym verwendet werden, aber fachlich etwas Unterschiedliches bezeichnen. Das eine ein Netz von Dokumenten, das World Wide Web, und das andere ein Netz von Computern. Mithilfe maschineller Lernverfahren lassen sich in beiden Fällen bessere Ergebnisse erzielen. Allerdings werden hierfür Ground-Truth-Daten benötigt, die Abkürzungen im Kontext bzw. Wortähnlichkeiten abbilden und damit erlernbar machen. Für Websuchmaschinen kann hier das Web selbst als Grundlage für das Erlernen von Abkürzungen dienen, da es genug Dokumente gibt, in denen Abkürzungen erläutert werden, zum Beispiel indem zunächst die ausgeschriebene Variante und dann in Klammern das Akronym genannt wird. Die inhaltliche Ähnlichkeit von Wörtern lässt sich ebenfalls auf Basis von großen Textkollektionen berechnen, wobei die Anfrageerweiterung dann auf Basis von Wörtern geschieht, die einen Ähnlichkeitsgrenzwert überschreiten. Eine der Schlüsseltechnologien zur Anfrageerweiterung ist das Relevanzfeedback. Relevanzfeedback verfeinert eine Anfrage schrittweise in mehreren Retrieval-Runden gemäß folgendem Vorgehen. Erstens, zunächst wird die von der Nutzerin oder dem Nutzer eingereichte Anfrage unverändert verarbeitet. Zweitens, danach werden im Suchergebnis dieser Anfrage die relevanten und irrelevanten Dokumente unter den höchstgerankten Dokumenten identifiziert. Drittens, aus den relevanten Dokumenten werden dann neue Terme für die Anfrage extrahiert. Viertens, diese Terme werden der Anfrage hinzugefügt und bei Schritt 1 wieder begonnen. In zwei oder mehr Durchläufen dieses Algorithmus kann die Anfrage um Terme angereichert werden, sodass die zuvor als relevant identifizierten Dokumente zwar wiedergefunden werden, aber auch neue, verwandte Dokumente im Suchergebnis auftauchen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang vor allem, woher in Schritt 2 die Information über die Relevanz von Dokumenten bezüglich der Anfrage kommt. Können Sie sich Wege vorstellen, woher man Feedback über die Relevanz der Dokumente bekommen könnte? Pausieren Sie die Wiedergabe, bis Sie eine Antwort für sich gefunden haben. Es werden drei Quellen für Relevanzfeedback unterschieden: direktes oder explizites Relevanzfeedback, indirektes oder implizites Relevanzfeedback und blindes oder Pseudorelevanzfeedback. Direktes Relevanzfeedback erhalten wir durch die Befragung des Nutzers oder der Nutzerin. Nach Schritt 1 wird eine Suchergebnisseite generiert und angezeigt und der Nutzer oder die Nutzerin markieren dann die relevanten Dokumente. Daraufhin schreitet der Algorithmus fort. Indirektes Relevanzfeedback erhalten wir aus Anfragelogs und Interaktionslogs. Frühere Nutzer oder Nutzerinnen, die dieselben oder ähnliche Anfragen gestellt haben, haben dieselben oder ähnliche Suchergebnisse erhalten und damit interagiert.
Anhand dieser Interaktion, also geklickte Ergebnisse, Betrachtungszeiten und Suchabbrüche, lässt sich annähernd einschätzen, welche der Dokumente wohl relevant gewesen sein müssen. Im Gegensatz zu direktem Relevanzfeedback kann diese Auswertung automatisch direkt im Anschluss an Schritt 1 erfolgen, ohne dass der oder die aktuelle Nutzer oder Nutzerin konsultiert werden muss. Das Pseudo-Relevanzfeedback ist eine Heuristik. Es wird einfach angenommen, dass die K zu oberst gerankten Dokumente relevant sind. Diese Annahme ist nicht notwendigerweise korrekt, unter der Voraussetzung, dass das von der Suchmaschine verwendete Retrieval-Modell a priori brauchbare Ergebnisse liefert, jedoch vertretbar. Solange die Mehrheit der K zu oberst gerankten Dokumente relevant sind, sind die hieraus gewonnenen Terme für eine Anfrageerweiterung mit hoher Wahrscheinlichkeit hilfreich. Die Umsetzung dieser drei Ansätze für das Relevanzfeedback sind, je nachdem, welches Retrieval-Modell eine Suchmaschine einsetzt, unterschiedlich. Nachdem eine einmal eingereichte Query analysiert und sie gegebenenfalls durch die Query-Synthese reformuliert wurde, wird ihre Repräsentation an den Retrieval-Schritt weitergereicht.